Ihr Lieben da draußen, Fallout 4 geht weiter. Und wir waren ja noch in der letzten Folge hier in Conrad. Ich glaube, so hieß es nochmal, ne? Conrad. Ja. Nee, Concord, so hieß es. Concord. Und wir haben hier nochmal ganz kurz oben bei diesem Helikopter nochmal nachgeguckt, ob wir da irgendwas finden. Nö. Hier gab es nichts mehr zu holen, also geht es jetzt wieder runter. Ihr wisst ja, von der hohen Position kann man immer wunderbar sehen, wo man noch hingehen kann. Wir haben ja eine Mission. Unsere Mission ist es ja, Sekunde. Einmal. Okay. Wir haben hier noch eine Mission bekommen. Die Hauptmission wäre nach, wie hieß die, Diamond City, glaube ich, ne? Diamond City zu gehen, um da mehr Informationen zu bekommen. Aber die ist ziemlich weit weg, deswegen werden wir uns erstmal hierhin bewegen. Wir haben ja so kleine Aufträge noch so bekommen, ne? Okay, dann wollen wir mal. Ten Pines Pluff oder Bluff, nicht Pluff. So, mal wieder raus aus dem Pitboy, geht er nicht. So, okay. Man kann mit der M-Taste zwar in die Karte reingehen, aber mit der M-Taste nicht wieder raus. Ich würde hier gerne mal auf diesen Turm steigen, da oben. Ah, ne, war ich ja schon. Stimmt. In der letzten Folge hatte ich... Ich habe mir gehofft, dass ich da vielleicht einen Sniper finde oder sowas, aber nix. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo wir hier vielleicht noch drauf rumhopsen können. Die Stadt haben wir eigentlich so gut, wie es geht, komplett durchsucht. Wir waren da oben bei den Villenhäusern, wir waren in der ganzen Stadt. Hier unten bei dem Bus waren wir noch nicht gewesen. Hier ist eine kaputte Autobahnbrücke. Oh, ist ja schon wieder runtergefallen, der Köter. Also ist echt hart, dass der Köter jedes Mal, der kommt jetzt gleich wieder hochgerannt. Pass auf, Achtung. Weißt du was? Nee, sag dem nicht, dass das stehen bleiben soll. Der macht das schon alleine. Wir gehen mal ganz kurz zu diesen Containern hier unten. Kann ich hier runterspringen? Eigentlich sollte ich das nicht tun, ne? Ich versuch's einfach mal. Hopp, zack, perfekt. Supi, okay. Wir durchsuchen nochmal hier ein bisschen die Gegend und dann werden wir uns mal Richtung Mission machen. Ist das sowieso in diese Richtung hier? Wie man sieht, wir gehen ja eigentlich schon in die richtige Richtung. Hier vorne ist noch ein Haus, was offen ist. Oh, das sind ein paar Raiders. Komm hier, Köders. So, was haben wir denn hier? Jet? Das liegt hier einfach drin, voll schön verblutet. Okay, hier liegt noch mehr. Sugar Bomb. 4H-Klammern, das ist sehr gut. Wir müssen echt mal, bevor wir irgendwas tun, noch einmal. Wir sind, glaube ich, voll überfüllt. Gibt's hier oben? Oh, hier wurde ja sogar jemand erschossen. Hier wurde schon gefightet. Okay, Kronkorken. Wie viel werden es diesmal sein? 20, 30, 15, 19, 22. Okay, die Nuka-Cola, die haben... Oh, guck mal hier. Improvisiert. Das ist scheiße, aber wir haben echt zu viel Zeugs dabei. Guck mal hier. Schrotpatrone. Doppelläufige Schrotplatte. Das ist eine kurze Lederrüstung. Das ist echt viel Zeug. Wir sind wieder zu voll. Oh. Na, hier raus. Da ist ein Safe. Den kann man bestimmt wieder nicht knacken, ne? Ah, doch. Cool. Cool, Patronen. Ja, das ist immer sehr gut. Vorkriegsgeld, leicht improvisiert und noch schwerer. Junge. Okay, wir müssen mal ganz kurz... Du trägst so viel mit dir rum. Ach Mann. Komm, ihr Köder. Psst. So. Wir schmeißen dem mal ganz kurz ein paar Sachen rein, damit wir ein bisschen Platz bekommen. Oh cool, wir haben Scharfschützengewehr. Oh, das ist geil. Das werden wir uns gleich mal mitnehmen. Werden die von hier aus, von dem Haus hier erschießen. Aber erstmal müssen wir mal ein paar Sachen loswerden. Ganz schnell. Wie sind wir denn hier zu viel? Aber wir haben gar nicht so viel. So viel zu viel. Geht eigentlich. Jetzt könnte ich doch eigentlich wieder reisen, ne? Ja. Dann reisen wir ganz kurz mal. Wir müssen Sachen loswerden. Es geht einfach nicht anders. Das nervt zwar, aber es muss eben so gemacht werden. Ich muss, bevor ich jetzt den ersten wirklich großen, guten Händler finde, nicht die Olle da oben irgendwie auf dem Hügel, die so zwei, drei Pflänzchen hat und keine Kronkorken, muss ich das erstmal immer hin und her bringen. Hin und her schicken, bringen. Na, ihr wisst schon. So.
Ich muss echt zeugslos. Ich muss zeugslos werden. Ich weiß gar nicht, ob ich den Fusionskern mitnehmen muss, aber das Gewicht ist ja null, also kann das ruhig alles mit. Hier geht's, okay. Ein Jet. Das weiß ich nicht, was das ist. Lock SSG Michael Daly. Ich glaube, wir könnten da, glaube ich, mal reinhören, ne? Das wiegt ja auch ein Haufen des Zeugs. Kann eigentlich alles weg. Molly nehmen wir mal mit. Das ist cool. Ich schmeiß sie erstmal hier rein. Ich wollte das eigentlich alles verkaufen, aber gut, jetzt schmeiße ich das mal raus. Alles raus, raus, raus. Sackkapuze. Okay, Sackkapuze mit Schläuchen. Das sieht alles cool aus, das ganze Zeug. Das nehme ich mal mit, hellbrauner Anzug, wegen schick aussehen und vielleicht können wir das nachher mal irgendwie wichtig nutzen, wenn wir ein bisschen Charisma brauchen. Schraubenzieher. Nein, die nicht. Nein. Schweißerbrille. Sicherung. Ich nehme die trotzdem mal mit. Ich versuche die eigentlich echt loszuwerden hier. Die Splittergranate ist eigentlich geiles Zeug. Ey. Reichweite 93 Meter. Ne, eigentlich. Ja, okay. Vielleicht ist es ja doch so. Okay, hier sind die Kissen. Die habe ich mal mitgenommen, weil ich die gerne hier im Haus irgendwie nutzen würde. Vortec Laboranzug. Wiegt der was? Gewicht 2. Mhm. Das wiegt, glaube ich, nichts. Das wiegt auch nichts. Okay, jetzt haben wir, guck mal, 6 haben wir von der. 6 Stück. So viel brauche ich echt nicht. So, eine behalten wir. Und improvisiertes Gewehr. Ich habe viel zu viel von dem ganzen Zeugs hier. Das habe ich gerade an. Revolver. Oh, schön. Ich muss die alle weg. Also die Lasermuskete, die behalte ich erstmal. Die kommen auch weg. Mit Leuchtvisier. Ach je. Taktisches. Das sieht eigentlich schon cool aus, ne? So, pass auf, ich habe da oben, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang so ein. Ich gucke nur mal mit der Sortierung. Wofür ist das Herzchen dran? Was bedeutet das Herzchen? Keine Ahnung. Ich brauche das ganze Zeugs eigentlich gar nicht. Aber es ist. Habe ich nur mal dabei. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ach, komm mal hier, der Köter. Köters. Na, komm her. Psst. Kann ich alles nehmen? Alles nehmen. Ja. So. Schmeiße ich erstmal wirklich alles hier rein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das alles wieder loswerde. Das hier, Aschenbecher. Das wäre der gleiche aufbereitetes Wasser. Nehme ich trotzdem mal mit. Baseballschläger. Ich weiß, dass ich davon wieso die Hälfte mal wieder nichts brauche. Aber wir haben im Moment null Probleme mit irgendetwas. Also wir haben genug Geld, wir haben eigentlich alles. Deswegen. Daytripper, was ist denn das? Achso, das ist so eine Droge, okay. Ich habe so ein paar Sachen vergessen. Ich muss mal wieder so ein bisschen reinkommen. Es ist ein paar Jährchen her, dass ich keinen Fallout mehr gespielt habe. Ist nicht gut.
Okay. Wir kommen langsam der Sache etwas näher hier, alles wieder rauszuschmeißen. Guck mal hier, improvisierte Pistolen, 10 Stück hat der arme Köter mit sich rumgetragen. Instant Püree. Jet nehme ich mit. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass ich das Zeugs verliere irgendwo. Weil es gibt, also es gab damals bei Fallout 1 und 2, gab es dann eben auch so Missionen. Wenn du die falsche Antwort gegeben hast, dass du dann das ganze Sachen verloren, die ganzen Sachen verloren hast. Alles. Alles, was du mal dabei hattest. Leichte Kleidung, sonst gibt es hier nichts. Ne? Okay, das nehme ich mal mit. Lästiges Outfit brauche ich auch nicht. Mach Machete, Mais, Malpinsel. So, ich glaube, wir kommen jetzt der Sache etwas näher, dass ich jetzt endlich mal alles rausgeholt habe. Ne? Tafelmesser. Ja, tue ich mal weg. Vorkriegsgeld, Wahrnehmungs, Wackelpuppe, Cell. Hier sind die Sachen, die ich. Das Gewehr. Achso, das Herzchen ist das, was ich glaube ich ausgerüstet habe. Jetzt habe ich hier ein Herzchen. Ich weiß gerade auch nicht. Okay, ich denke mal, ist es okay jetzt erstmal so. Wie komme ich hier wieder raus? So, perfekt. Ah, okay, jetzt habe ich hier so ein. Okay, dann wollen wir mal schnell wieder in eine Runde schnell reisen. Wir waren noch bei Concord. Wir können zum Museum der Freiheit, so, das machen wir direkt. Okay, wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Flamethrower, ein Flammenwerfer. So, dann gehe ich mal ganz kurz in die Richtung, wollte ich gehen. Das Sniper-Gewehr würde ich mir gerne mal ausrüsten. Inventar, Waffen. Okay, dann werden wir die Typen mal. Ich weiß nicht, ob das Gegner sind. Ich denke mal schon. Oh nee. Oh nee, das sind gar keine Gegner. Oh, das sind keine Gegner. Das sind, auch wenn das jetzt Händler sind, dann räche ich mich aber auf, du. Ich glaube, das sind keine Raider. Das sollte dir helfen. Nimm dieses Mittel. Dann sollte die Schwellung nach einer Woche Aber zurückgehen. klar, Doc. Und Pass danke. auf dich auf. Oh, verdammt. Jetzt hätte ich das echt Ich verkaufen kann können. dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Hallo, du. Was gehört? Was ist, was gehört? Diese Sätze, wer hat das denn übersetzt? Was gehört? Also ein bisschen mehr Zusammenhang, ein bisschen mehr irgendwie Erklärung, was das bedeutet. Was gehört? Was hast du gehört? Oder was gehört sich? Oder wie? Mich heilen? Kein Interesse? Handeln. Mal gucken. Was gibt's Neues, Doc? Ich hab nichts, tut mir leid. Ich biete nur medizinische Behandlungen. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Ah. Oh, guck mal, die hat doch. Aha, jetzt hat die doch echt. Okay, dann tue ich trotzdem mal die Sachen, die ich da eben. Ja, jetzt habe ich echt den hier Händler. So. Das Silber. Okay, was hat die? Stimpaks sind immer gut. Oh, Oh ne, Forschungsreagenzglas. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Buch oder so. Stimpaks hat die echt recht, wirklich viele. Gucken.
Habe ich noch irgendwas? Ja, toll, jetzt habe ich echt die ganze Kacke da gerade eben abgegeben. Jetzt hätte ich das hier verkaufen können. Naja, gut. Okay, sonst haben wir nichts. Dankeschön, Doc. Gehst du zu Doc Anderson? Ich kann echt nur Gutes über sie sagen. Dich kenne ich doch. Komm mal her, dreh ich mal wieder um. Hey, hey, hey. Ich will mit dir reden. Dann bleib doch, sei doch mal so freundlich und guck mich an. Doc Anderson ist die einzige Ärztin, der ich vertraue. Alle anderen sind doch nur Quacksalber. Dich kenne ich doch irgendwo. Wenn du brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Nein, ich brauche kein Interesse. Alles gut. Kann ich mir. Ist das rot? Ist das Clown? Das wäre eigentlich Clown. Das ist doch dein. Ist das nicht deine Schlafstätte? Aber egal, ich lasse das mal. Irgendwie läuft das gerade so ein bisschen komisch. Irgendwie hackelt es gerade. Doc Meat hat etwas gefunden. Was denn? Oh. Dankeschön, Doc Meat. Aber das hätte ich, glaube ich, auch selber gefunden. Boah, es sind voll viele Kronkorken. Was ist los, Mäuschen? Was ist los? Die Kofferraum. Bin ich wahrscheinlich, dass ich mir die Kofferraume nicht öffnen kann. Okay, wir wollten ja sowieso zu den Containern. Hier ist aber nicht schlecht. Hier gibt es nichts zu holen. Hier gibt es aber einen Schlafplatz. Das ist ganz gut. Dann können wir hier vielleicht auch mal, bevor es weitergeht, auch mal schlafen kurz. So. Hier gibt es nichts mehr zu holen, ne? Nee. Doc? Anderson ist die Beste, hey. Oder? Es gibt nicht mehr viel Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja. Nee. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Ich werde erstmal ein bisschen Müll bei dir lassen, meine Liebe. Hier, Dose. Flanellhemd mit Jeans. Das behalte ich immer ganz gerne. Kürbis würde ich auch gerne behalten. Vielleicht kann man da irgendwie nachher Samen rausholen. Improvisierte Pistole kann weg. Neguan, Bissen kann auch weg. Molotov-Cocktail habe ich gerade sowieso. Hier. So. Da haben wir wieder was bekommen. Habe ich die gar nicht. Habe ich die nicht abgegeben? Habe ich eben abgebrochen, kann das sein? Ja, was habe ich da gerade gegeben? Mann, was war das? Nee, Sonnenbrille nicht. Hier, Taschenuhr. Unterhemd und Jeans. Ich behalte diese Sachen immer. Ich finde die Kleidung immer super. Die kann ich dann irgendwie, wenn ich mir dann in einen richtigen Schrank dann reinlegen. So. Ein paar Stimpaks könnten wir vielleicht noch, wirklich noch ein paar. Kostet 110 Kronkorken für einen Stimpak? Na egal, im Moment brauche ich das eigentlich gar nicht. Okay, dankeschön. So, jetzt aber weiter. Wo gucken wir her? Da müssen wir hin. Hier wollte ich noch ganz kurz den Bus. Red Away, ne, Red X, Software, was? Ist echt so viel Zeugs, was ich hier finde. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist das, glaube ich, die Einstellung, weil ich die. Man kann die Einstellung ja so einstellen. Die Schwierigkeitsgrad habe ich eben eingestellt auf. Also auf. So gelassen, wie es ist. Standard. Auf Standard gelassen, also auf normal. Ah. Okay, hier unten wird es irgendwas geben, bestimmt. Komm, Doc Meat.
Okay, wir hoffen, dass ich keine Gewalt anwenden muss hier. Okay, hier ist Wasser. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Was haben wir hier? Hallöchen. Okay. Die Autos sind einfach cool. Ich mag die. Das ist so dieser amerikanische Style, aber einfach so futuristisch. Ey. Hi. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Hallo. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Okay. Um Geld bitten. Sollen wir mal versuchen? Komm, versuchen wir mal. Ich könnte vielleicht helfen. Für ein paar extra Kronkorken? Ich wollte dir sowieso was geben. 75 Kronkorken für deinen Aufwand? Cool. Mehr Geld. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Du machst es mir nicht leid. Yeah, Baby. 100 Kronkorken. Noch mehr Geld, das wird schwer. Komm, ist okay. Ich könnte es noch mal versuchen. Das wird zwar schwer, aber komm. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Machen wir. Du musst es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Warum nein wirklich? Manchmal, entweder stehe ich auf dem Schlauch, aber was sind denn das für Antworten? Nein wirklich. Es ist ja klar, das ist Sarkasmus, nein wirklich, aber warum? Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Machen wir. Kann ich was rausnehmen? Oh. Klebeband. Skalpell. Ich lasse es mal drin. Ich muss nicht immer alles mitschleppen. Hey. Warte da. Warte da. Und jetzt Schluss jetzt hier. Okay, ich muss ins Wasser. Da, Bläschen. Oh, wird's gerade dunkel? Jetzt doch echt nicht. Oder ist das einfach nur der Schatten gerade hier? Wo ist mein Pitboy? Aufmachen bitte. Ach nee, wird doch für mich ja dunkel. Ich mag das echt nicht. Okay, wir machen mal gerade nur ein bisschen. Wir müssen sowieso unter Wasser. Unter Wasser ist es sowieso dunkel. Habe ich irgendwas zum Kämpfen für unter Wasser? Ich glaube nicht. Ich habe gar keine. Oh wow. Junge, Junge, wir kriegen euch richtig, richtig hart gerade. Harte Strahlung. Wo ist die nächsten Blubberbläschen? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich kämpfen muss. Und ich habe aber keine Waffe unter Wasser. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich darf nicht zu viel. So müssen wir uns jetzt wieder raus. Wir haben schon richtig viel radioaktives Zeugs reingeschluckt. Wir werden hier langsam zum Ghoul mal. Na, komm raus hier. So, ich muss mir kurz das ein bisschen Red Away reinpumpen. Hat das gereicht für alles? Wow. Nee, hätte ich es nicht. Okay. Gut, was kommen wir denn hier? So, sehen wir Bläschen irgendwo? Wie
sehe gerade kein. Ah, da! Sprich mit Sally. Wir können aber ganz kurz mal hier unten. Genau. Vielleicht können wir es nachher, wenn das Wasser wieder abläuft, kriegen wir bestimmt noch was hier. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komm ich doch raus. So, wir schmeißen uns mal ein Redaway rein. Das ist eigentlich ganz cool hier. Gut, das war ja easy going für 100 Kronkorken. Hey, yo. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hey, Sally. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Oh, geil. Wo ist der Pumpenschalter? Hier? Ah. Cool. Dann let's go. So, wollen wir mal gucken, was passiert. Ist, oder ist das da hinten der Schalter? Shit. Oh shit. Haha, ihr kommt nicht vorbei, ne? Das war echt Glück. Woo! Ich hatte, hätte mir, glaube ich, irgendwie so ein Kurzbefehl für meinen Dogmeat machen sollen. Der hat nämlich nichts getan gerade, weil er einfach nur doof rumsaß. Oh Mann, wo kommt die denn her? Hey. Komm schon. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Hallo. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier. Ah, jetzt, danke schön. Das hat es mir nicht gegeben. Ich wollte gerade sagen. Okay, Level Up haben wir auch noch bekommen. Sehr gut. Köter, pass mal auf. Du fällst ja gleich wieder runter. Komm. Oh. Hier drüben. Die Frage ist, oh. Aha. Wie schön. Klebeband right away. Okay, nehmen wir mal mit. Ups, fängt er fest. Lohnt sich das hier vorne hin?
zu gehen. Bleibt er stehen? Okay. Dann laufen wir mal ganz kurz mal hier hoch. Die Waffe ist auch gerade jetzt nicht stark gewesen, die ich gerade hier ausgewählt habe. Also die ich jetzt gerade habe. Ach, das ist... Davon habe ich 4 Stück gerade dabei übrigens. Eigentlich wollte ich die haben. 18 und die ist 18. Aber die hat ja so ein Lasergewehr. Lasermuskete 30, 34, 45. Aber wir gehen mal auf die Shotgun jetzt hier. Damit hätte ich die kleinen Kakerlaken wegfetzen können. So. Oh, hi. Kommt doch mit. Hier geht's nicht hoch, oder doch? Oder eher da? Dogmeat, du machst aber auch nichts, was man dir sagt, ne? Einfach dein Ding. Oh, da oben ist ein Fernsehturm. Ich glaube, ich habe nicht die besten Wege hier gesucht, ne? Aber solange man klettern kann und so ein bisschen bergauf und links und rechts, geht das eigentlich alles ganz gut. Okay. Ihr Lieben, wir haben da unten, wie ist er nochmal? Sully, glaube ich, ne? Sully geholfen. Wir waren bei Frau Doc. Wir haben Concord, so hieß er, glaube ich, in der Concord, haben wir durchsucht, komplett durchcampt, denke ich mal. Vielleicht haben wir da noch irgendwas verpasst, aber mal sehen. Vielleicht finden wir ja nochmal was. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Däumchen hoch nicht vergessen, bitte. Ist immer so ein kleiner Push für jedes Video. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich suche mir gleich mal irgendwo ein Bett oder sowas, damit wir mal bei Tag auch mal unterwegs sein können. Vielleicht da oben. Da oben läuft sogar gerade jemand in diesem Turm da hinten. Seht ihr es? Und der sieht mir nicht freundlich aus. Bis denn. Und tschüss.